Ich begrüße Sie zur Pressekonferenz und ganz recht herzlich auch zu meiner Linken, Kostas Flivarakis, Head Coach von den New Yorker Phantoms aus Braunschweig, zu meiner Rechten Mike Koch, Head Coach der Telekom Baskets Bonn. Okay, willkommen. Hello to everybody. First of all, congratulations to Bonn and to Mike. Thanks. For a win. They deserve it 100%. We're better. I think we are a team that the last few weeks, some guys were in a really down period for them, and this affects the whole team. And we can see that always on the offense. Not that I'm happy from the defense, but you cannot always expect that you will stay in the game and win games always from defense. Still, I think, even if you can see the score, one more time we have a problem with our offense. And this has to do, obviously, with opponent defense, but for sure not only with that, if it goes for games. So we have a break. I think it's very important for us because we have a series of very tough games. And as I said, some key players are in a really down period, down bad shape. And as I said, this affects the whole team. So I think we use this period and to get back stronger for the second round, which just started. And we'll see also what we have to do and if we can reinforce the team, because obviously we need it. Thank you and congratulations one more time, Mike. Thanks. Okay. Thank you, Coach. Ja, Mike, wichtiger Sieg, aber es gibt bestimmt auch eine negative Nachricht, ne? Ja, zuallererst, Gastopoli, Kostas, for the congratulations. Man hat eindeutig wieder gesehen heute, wie stark unsere Mannschaft unter Druck steht. Wir haben zwei Spiele gewonnen in Hagen und Trier, danke schön. Dann der schwere Gang nach Bayreuth, wo wir nicht den Rhythmus gefunden haben im Angriff. Das haben wir heute auch nicht richtig geschafft, den Angriff zu finden. Daran merkt man, welcher Druck der Mannschaft ausgesetzt ist, welchen Druck die Mannschaft ausgesetzt ist. Aber heute haben wir zumindest verteidigt. Wir haben in keinem Viertel mehr als 20 Punkte abgegeben. Das hat uns diese Führung gegeben, mit der wir manchmal ein bisschen fahrlässig umgegangen sind, aufgrund unserer Offensivausbeute. Aber gerade in den Phasen, wo wir auch Verteidigung brauchten, haben wir das an den Tag gelegt. Und ich bin froh, dass die Mannschaft auch endlich mal so ein Spiel gewonnen hat, wo nicht alles im Angriff rund läuft, wo wir keine 90 Punkte machen, sondern wo wir kämpfen müssen, wo man über Verteidigung, über die Einstellung, über auch die Rotationen, die heute besser waren, auch das Pick and Roll war besser verteidigt, so ein Spiel gewinnen. Und das wird uns in den nächsten Aufgaben weiterhelfen. Denn auch wenn es schön und gut, wir haben viel drüber geredet, aber Verteidigung muss eigentlich auch in jedem Spiel parat sein. Und das war sie heute und das ist für mich der Glücksmoment. Das Negative ist, dass Jamal McLean die Nase gebrochen hat. Ist jetzt im Krankenhaus. Die Frage ist, OP oder wird es so gerichtet? Unser Teamarzt wird mich dann benachrichtigen. Das sieht aber auf jeden Fall so aus, dass er am Dienstag in Aalst auf keinen Fall spielt. Dann ist die All-Star-Pause. Best Case wäre nächste Woche im Europapokal. Worst Case, wenn das eine OP gibt, wäre, wissen wir nicht genau. Ja, also ist natürlich schade für einen Spieler, der gerade neu reinkommt, der in Bayreuth ein starkes Spiel gemacht hat, heute am Anfang auch, glaube ich, seine Qualitäten gezeigt hat. Aber da stecken wir nicht drin. Jetzt müssen wir wieder sehen, wie wir diese Lücke füllen. Und mit dem Kopf nach oben weiter geht's. Danke. Gibt es noch Fragen an einen der beiden Trainer? Ja, Mike. Kurz auf Jared Jordan zu sprechen zu kommen. Der macht manchmal Spiele mit 16 Assists, haben wir gesehen. Heute macht er 3 Assists und 16 Punkte. Letztens hat er, oder? Waren es 2? Dann hat er 3 Assists. Ja. Dann hat er mal 0 Punkte gemacht bei den 16 Assists. Also ich habe bei ihm manchmal den Eindruck, er hat immer noch nicht so ein bisschen die Balance gefunden zwischen reinem Spielmacher und Scorer. Wie siehst du das? Ich finde es gut, dass es so rum ist. Weil sonst wäre er zu einfach auszurechnen. Und es wird auch immer daran scheitern oder daran seine Assistzahl gewertet werden, wie die Verteidigung spielt. Bei Reut und Braunschweig sind jedes Mal unter den Block gegangen.
Das heißt, Sie nehmen ihm seinen Drive weg oder Sie helfen nicht von den Werfern und auch nicht von dem Großen, sondern gehen unten drunter. Das heißt, er ist gefordert zu scoren. Wenn er das nicht macht, nicht scoret in der Situation, dann sind wir aufgeschmissen. Kommt eine Mannschaft aggressiv raus, will ihn hatcht raus, will ihm den Ball aus den Händen nehmen oder ihn zum Pass zwingen, dann kann er mit seinem Dribbling Lücken schlagen und dann findet er auch die offenen Spieler. Also das ist auch immer die Verteidigung, wie die Verteidigung spielt. Wir haben letztes Jahr in Ludwigsburg gewonnen, da hat er fast 25 Punkte gemacht, weil sie so gespielt haben. Heute und auch gegen Bayreuth musste er scoren. In Bayreuth hat er nicht gescored, wir haben das Spiel verloren. Heute hat er gescored. Also das ist nicht, dass er kein Spielmacher ist oder die Leute nicht finden kann, wie das vielleicht sonst der Fall ist, sondern die Verteidigung versucht ihm, diese Stärke wegzunehmen. Und wenn er keine zweite Stärke hat, das Scoring, dann wird es problematisch. Und wir haben trotz allem heute 21 Assists gegeben. Also Jared hat sich mehr aufs Scoren konzentriert. Dafür haben wir dann andere Spieler gehabt, die in diese Breche heute gesprungen sind, was sehr wichtig ist. Aber er muss ganz einfach, um kompletter Spieler zu sein, auch scoren können. Ja, und wir haben schon Spiele gesehen, wo auch mal freie Korbleger gerne wieder weitergepasst hat, um noch einen Assist mehr zu bekommen. Und heute musste er scoren und das hat er gemacht. Das war sehr wichtig für uns. Okay, noch weitere Fragen? Keine mehr. Dann bedanke ich mich bei beiden Trainern. Thank you very much. Und schließe die Pressekonferenz. Die BeKo Basketball Bundesliga. Spürst du das Dribbeln?